Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner aus Hagen. Und heute haben wir Oldtimer-Tag oder Oldtimer-Woche, nennt es wie ihr wollt. Jedenfalls haben wir im Moment unfassbar heftig geile Oldtimer hier. Und die wollte ich euch einfach mal zeigen. Womit fangen wir denn an? Was Kleines, eher untypisch für einen Amerikaner, aber wir haben hier einen wunderschönen BMW 3er Cabrio. Ist aber nur, steht hier zur Reparatur, ist jetzt für unsere Ami-Schiene weniger interessant, aber haben wir auch da auch sauberes, schickes Auto. Dann habe ich für euch den Cadillac. Den Cadillac schlechthin. Und das ist auch nicht die Standardversion, sondern das ist schon die geile Version mit dem geilen Heck. Und zwar ist das der hier. Was soll ich euch sagen? Hat sogar noch das originale Kennzeichen vorne dran. Ist 1959er Baujahr. Und mit dem geilen Heck meine ich, der hat hinten nämlich diese Fuchsschwänze dran, die nochmal extra teuer sind und teuer waren. 6,3 Liter Hubraum, über 300 PS, vom Zustand wirklich, wirklich gut. Einfach hammergeil. Hat diese geilen Weißwandreifen noch drauf. Geil ist auch, dass die früher immer das Ganze abgedeckt hat, ne? Dass du wirklich nur das untere Drittel oder die untere Hälfte vom Reifen gesehen hast. Also, der ist schon schick. Ich zeige euch von vorne nochmal die Reifen. Also, auch das Kennzeichen, ne? Geileres Kennzeichen, 1959er Caddy. Also, den hat bestimmt irgendjemand mit ganz viel Glück und ganz viel Stolz gefahren. Weil das einfach ein schickes Ding ist. Auch innen. Das ist halt noch richtig Auto, ne? Also hier Sitzbank und sowas. Persenny liegt da hinten drin. Das ist noch richtig geiles Leder. Also das ist noch eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Selbst das Dach vom Zustand ist noch gut. Also das Ding, der Kunde, der das gekauft hat, also der ist nicht von uns gekauft, wir, der Kunde hat uns den gebracht, dass wir den einmal durchchecken. Der hat wirklich ein Sahnestückchen gekauft, muss man ganz klar so sagen. Dann gehe ich weiter mit euch. Was kommt als nächstes? Auch weniger Ami-typisch, aber möchte ich euch trotzdem zeigen, weil auch einfach geil. Vielleicht erkennt das jemand von euch, bevor ich es sage. Das ist ein Jaguar XK140. Auch der, ich gehe einmal rum. Auch der einfach wie aus dem Ei gepellt. Auch vom Zustand wahnsinnig gut. Da gibt es auch nichts zu bemängeln. Also das ist richtig... richtig Qualität, was wir hier haben. So, das war Oldtimer Nummer 3. 3er Cabrio, 1959er Caddy, Jaguar XK140. Hier steht ein Pacifica, der wird umgerüstet. Das ist jetzt kein Oldie. Dann gehen wir ins Mafia-Zeitalter über. Achso, ne, doch nicht. Warte mal. Ich habe noch einen. Das ist noch nicht ganz, also dieses Auto speziell ist noch nicht ganz ein Oldtimer, kommt aber demnächst. Und zwar BMW Z1. Das ist der, wo die Türen so geil auf und zu gehen. Das heißt, das ist jetzt offen. Also die Tür ist jetzt unten reingefahren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann fährt die Tür also geil hoch. Und wenn ich dann den Knopf nochmal drücke hier, dann fährt das wieder runter. Ah, das ist schon geil, oder? Für ein Auto, also für 90er, Anfang 90er Jahre ist das eine brutal geile Technik. Und auch der ist
vom Zustand, ich zeige es euch von innen nochmal. Auch der ist vom Zustand immer noch wie aus dem Ei gepellt. Der hat 10.000 Kilometer runter. Und ist ganz was Schickes. So. Also, sage ich mal, 3,5er Oldtimer heute für uns. Jetzt ist so... Ja, was soll ich sagen? Wir begeben uns nach New York. Und zwar haben wir... Ich habe im Moment nicht so viel Platz hier um uns rum, weil auch diese Autos, diese Abmaße von diesen Oldtimern riesig ist. Also, ich fange hinten an. Chrysler New Yorker. Weiß nicht, wem das was sagt. Das ist so richtig, richtig geil alt. Auch, ich glaube, 50er Jahre gebaut. Auch der vom Zustand Hammer. Also wenn ich auch mal hier so schwenke, der Lack, also ist wie ein Spiegel. Wirklich, wirklich gut. Da steht der schicke New Yorker. Oh, da ist aber eine kleine Macke drin, aber das ist, glaube ich, verkraftbar. Von vorne, also dieses, das ist so massiv alles und so groß und so riesig. Das sind einfach super geile Autos. Also auch hier ist, ich weiß gar nicht, was ich mich dazu sagen soll. Das ist was Außergewöhnliches einfach. Einfach was Außergewöhnliches, auch von innen. Klar, liegt Folie drüber, muss man ganz vorsichtig sein. Das ist, glaube ich, sogar der erste Stoff noch, der da drauf war. Also hier haben wir schon richtig was erlebt. Ich gehe mit euch nochmal eben rum. Und was mega ungewohnt ist, die haben eine Haarschaltung, aber am Lenkrad. Das heißt, ihr müsst euch im Endeffekt das Bild vom Schaltknüppel umdenken an den, ans Lenkrad, an den Lenkradhebel. Und da müsst ihr schalten. Also das ist schon tricky. Oh, hier, guck mal. Boah. Also das ist so richtig... Aber es heißt Oldschool, es ist halt alt, aber guck mal, also für damals war das edel. Mit Chrom und allem, das sieht schon geil aus und hochwertig aus. Also ich muss euch da auch gestehen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich denke, dass das früher jetzt auch kein günstiges Auto war, würde ich jetzt mal vermuten. Geil einfach. 4,5er Oldtimer. Weiter geht die, es hört gar nicht auf. Ne? Im Moment ist, ich sage das in jedem Video, ich weiß nicht, was bei uns im Moment abgeht. Wir haben hier so heftige Autos im Moment. Das reißt überhaupt nicht ab. Nächster Oldtimer. Ein Buick Super 8. Der steht direkt daneben. Also wir haben die alle in einem Raum. Wir haben BMW Z1. Wir haben einen Chrysler New Yorker und einen Buick Super 8. Alles in einem Raum. Auch geil. Auch so typisch amerikanisch, da ist wahrscheinlich Al Capone mal mitgefahren irgendwann und hat sich mit solchen Autos chauffieren lassen. Bei dem Super 8 ist jetzt das Trickige. Da, guck mal hier, ey. Bei dem ist jetzt das Trickige, der hat den Anlasser übers Gaspedal. Das heißt... Da bin ich schön dran gescheitert, weil ich wollte den starten, um ihn rausfahren zu können. Und sitzt da drin und, ihr kennt das selber, wenn du ein Auto starten willst, du hast einen gesunden Menschenverstand und versuchst das. Und irgendwann denkt man, sag mal, kann ich denn so blöd sein, dass das nicht funktioniert? So zur Hälfte. Ich würde sagen, ich war A, zu blöd und B, wusste ich es aber auch nicht genau. Sondern du musst bei diesem Auto hier, man muss den Schlüssel rumdrehen. Und dann unten einmal aufs Gaspedal. Jetzt fokussiert er natürlich nicht. Unten einmal aufs Gaspedal. Dann startet der. Das heißt, du musst einmal Gaspedal runter, dann ist der an. Und dann kannst du damit ganz normal fahren. Gleiches Thema auch hier. Haarschaltung übers Lenkrad. Also, auch geil. Das war hier unsere kurze Oldtimer-Vorstellung. Ach nee, warte mal. Ich habe theoretisch noch mehr. Die stehen aber jetzt allerdings woanders. Die kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Ich habe immer noch die beiden Cobras nebenan stehen, die ihr aus dem vorherigen Video mittlerweile kennen müsstet.
Das sind jetzt keine Oldtimer oder noch nicht ganz, aber, oder wenn ich rechne, doch 80er Jahre, doch, das sind auch Oldtimer. Die können wir theoretisch dazu zählen. Da haben wir noch zwei Cobras hier stehen, die dann auch theoretisch Oldtimer sind. Das werden immer mehr. Also im Moment sind hier ganz wilde Zeiten bei uns. Wenn ihr weiter Bock auf so crazy Autos habt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, da freue ich mich drüber, dann gibt es immer was Neues. Wir haben natürlich nicht immer nur so heftige Autos, das ist jetzt im Moment eine Phase, aber ich halte euch gerne mal auf dem Laufenden, was rund um unsere Ami-Welt so abgeht. Und danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.